Einen wunderschönen guten Morgen. IBM Storage in 60 Sekunden. Ist sehr schwierig. Wir blicken auf eine Geschichte zurück, die ins Jahr 1952 reicht. 1952 hat die IBM Storage-Systeme überhaupt erfunden, aus der Taufe gehoben. Heute sind diese Gene quasi verankert in drei Produktkategorien, neben dem Thema Big Data, neben dem Thema Cloud. Heute in diese drei Kategorien unterteilt zum einen der Storage-Virtualisierung. Unsere Systeme sind hochvirtualisiert. Das bedeutet für Sie Unabhängigkeit und Sie können sehr schnell reagieren, wenn Veränderungen anstehen. Zum zweiten das Thema Datensicherheit und Sicherheit der Daten. Das ist der Oberbegriff der Data Protection and Retention. Und last but not least das Thema der Effizienz, ein ganz wichtiger Faktor. Wir verlagern mehr und mehr Aufgaben von dem Administrator hin auf die Storage-Seite, um eben dem Administrator Freiraum zu geben für wichtigere Aufgaben als zum Beispiel Tuning oder Data Placement. Vielen Dank.